Ihr hört jetzt Michael Mannheimer. Michael, komm hoch. Michael hat auf mehreren Veranstaltungen vom BPE schon gesprochen. Er hat ein bisschen ein anderes Thema drauf, aber nicht weniger leidenschaftlich, oder? Was wir hier haben in Deutschland, in Europa, in Kanada, in Neuseeland, in Australien, ist längst ein weltweiter Angriff des Islam geworden. Das Erschütterndste, was ich gesehen habe, war jedoch Südthailand. Thailand besteht aus 97% Buddhisten und knapp 2% Muslimen. In den 4 südlichen Provinzen wurden in den letzten 10 Jahren 4000 buddhistische Thailänder ermordet, in der Regel enthauptet. Damit ist nicht mehr New York der Angriff am 11. September der größte Blutzoll, sondern der größte Blutzoll für den islamischen Terror findet statt in einem der friedlichsten Länder mit einer der friedlichsten Religionen, nämlich Thailand. Und die Presse spricht kein Wort darüber. Meine Damen und Herren, da komme ich zum Hauptthema. Vor Jahrzehnten dachte ich noch, in einem der freiesten Länder der Welt zu leben. Mittlerweile weiß ich, dass bei uns eine Gesinnungsdiktatur eingezogen ist, die man eigentlich nur noch mit der Inquisition im Mittelalter und mit der Gesinnungsdiktatur des Dritten Reiches und der SED-Diktatur in der DDR vergleichen kann. Während in der Inquisition im Mittelalter die Menschen verbrannt worden sind, im Hitler-Deutschland die Menschen in KZs kamen und im Stasi-Land ebenfalls in den Gefängnissen verschwanden, werden bei uns die Kritiker, diejenigen, die die Wahrheit sprechen, öffentlich an den Pranger gestellt, komplett demontiert, ihrer Berufe beraubt, ihrer Reputation beraubt und medial komplett vernichtet. So gibt es, was die wenigsten von Ihnen wissen, ich als Journalist und Publizist weiß es, schon vor Jahren eine Anweisung aus Brüssel an die Journalisten, in denen darum gebeten wird, negative Schlagzeilen seitens der Muslime möglichst nicht oder an hinterer Stelle zu erwähnen. Letzte Woche ist eine Anweisung von Brüssel an seine Beamten gekommen, in Gesprächen den Begriff Dschihad und Dschihadist komplett zu vermeiden. Der Name der heutigen Inquisition lautet politische Correctness. Die politische Correctness ist die Folge des Marsches der Institutionen der Kommunisten seit 1968 in sämtlichen europäischen Ländern. Meine Damen und Herren, der Kommunismus ist tot, aber die Kommunisten sind lebendiger denn je. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wie politisch korrekte Information funktioniert. In Schweden wurden vor 3 Jahren 2 Mädchen von einer Bande von Muslimen massenvergewaltigt in einem Park. Die eine wurde getötet, die andere als tot geglaubt zurückgelassen. Eine Fußgängerin fand das Mädchen, Jenny hieß sie, und sie wurde blutüberströmt und bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht. Die schwedischen Zeitungen schrieben in einer kleinen Notiz, dass es sich bei den Vergewaltigern um 2 Männer aus Schweden, einer aus Finnland und einer aus Somalia handelte. Dass es sich bei allen der 4 um 4 Immigranten, Muslime aus Somalia handelt, wurde nicht geschrieben. Als der Druck der Öffentlichkeit größer wurde und man denen gesagt hat, man möge doch die Bilder zeigen, haben die zu etwas gegriffen, was ich nicht für möglich gehalten habe. Sie haben anstelle der Bilder Scherenschnitte, der Umrisse deren Köpfe gezeigt. Das ist Verrat der Presse an ihrer heiligsten Pflicht, und zwar der Aufklärung von Fakten. Die Presse braucht sich nicht beklagen, dass sie von Zensur bedroht ist. Die Presse hat sich selbst die schlimmste Zensur auferlegt im Namen einer falschen Intention, im Namen bestimmte
Dinge nicht zu erwähnen. Es ist, was die Presse erwähnt, gereicht immer zum Nachteil der westlichen unseres Systems und gereicht immer zum Vorteil anderer Systeme. Ich bringe ein paar Beispiele. In den skandinavischen Ländern hat sich in den letzten 10 Jahren die Zahl der Massenvergewaltigung vervierzigfacht. Analog zu einer Vervierzigfachung der Immigration von Muslimen. 85% der in Schweden vergewaltigten Frauen und Kinder, auch das ist eine neue Geschichte, Kindervergewaltigung, waren Muslime. In Oslo im Jahr 2009, Oslo hat 60% der Gesamtbevölkerung von Norwegen, waren gar 100% aller Vergewaltiger Muslime. Sie können die Informationen auf meiner Website im Einzelnen nachlesen. 82% der Verbrechen Kopenhagens wurden im Jahre 2005 von muslimischen Einwanderung verübt. Meine Damen und Herren, wir haben im Islam die geschichtlich größte Geschlechterapartheid der Menschheitsgeschichte vorliegen und sie bei uns hier einwandern lassen. Meine Frage ist es, wo sind die Emanzen, wo sind die Linken, die sich hier ihre größten Freiheiten geholt haben, aber sich für das Schicksal der Tür an Tür neben ihr lebenden Muslime einen Scheißdreck interessiert. Diese sogenannte Geschlechterapartheit ist keinesfalls, wie der Islam sagt, eine übernommene traditionelle Struktur, sondern sie fußt genau dort, wo das Böse des Islam fußt, und zwar im Koran und in der psychopathologischen Person Mohammeds. Ich erzähle Ihnen da ein paar Dinge. Mohammed hat in den Hadithen liest man, Mohammed sagt folgendes: Es verderben das Gebet eines Muslims der Hund, das Schwein, der Jude und die Frau. Ein weiterer Satz Mohammeds: Ich habe keine Unbill schädlicher für die Menschheit gefunden als Frauen. Frauen haben nur eine halbe Stimme vor Gericht, weil Mohammed in einem Gespräch mit Frauen sie ihres mangelhaften Verstandes, Zitat, gescholten hat. Und er sagte, die meisten Frauen sind Höllenbewohner, weil sie Menschen, ihren Männern undankbar sind. Und eine Sache hören Sie gut zu, es ist derartig faschistoid, dass man sich wundert, warum diese Journalie, die über sämtliche Informationen verfügt, wie wir das auch haben, davon zum Beispiel nicht spricht. Mohammed sagte, die Frauen sind bei euch wie Kriegsgefangene, die über nichts aus eigener Macht verfügen. Ihr habt aber von Allah zu euren treuen Händen sie diese erhalten und dank seinem Wohl verfügt ihr über ihre Scheide. Punkt. Die Konsequenz ist die, dass eine Frau, die den Geschlechtsverkehr verweigert, von einem Moslem zu Tode geschlagen werden kann. Auch hier ein göttlicher Befehl, das sogenannte Frauenprügel Sure 4. Weiterhin hat es zur Konsequenz, dass in den Dittik-Moscheen Deutschlands und Europas es Anweisungen gibt aus der Türkei, dass man Frauen verprügeln darf und dass ein Religionswechsel mit allen Mitteln zu verhindern ist. Da ich viel von Polizei rede, ich habe von BKA-Offizieren die Information bekommen, dass in Europa Hunderte von Muslimen, die den Islam verlassen werden, davor umgebracht werden.